Meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer 8. Folge von Kaffee Europa, eine Vortrags- und Debattenreihe zur Identität von Europa, die auf die Beine gestellt wird in Zusammenarbeit zwischen dem Institut Franco-Allemand des Sciences Sociales Historiques in Frankfurt ansässig und der Romanfabrik in Frankfurt. Heute Abend zu Gast haben wir zu meiner Rechten Wolfgang Bunzel, Leiter der Romantikforschung am Freien Deutschen Hochstift hier in Frankfurt, Mitherausgeber eines schönen Bandes Romantik an Rhein und Main und überhaupt ein ganz großartiger Spezialist in allen Fragen der Romantik, denn dort, wo er arbeitet, wird er immer wieder fündig im Freien Deutschen Hochstift. Wir haben weiterhin zu Gast, er sitzt mir gegenüber auf dem Bildschirm in St. Louis, Missouri, USA, Paul Michael Lützeler, ebenfalls ein großartiger Forscher und Fachmann in Sachen deutscher Romantik und Romantik in Europa, der unter anderem herausgebracht hat, die Schriftsteller und Europa von der Romantik bis zur Gegenwart. Wir freuen uns, dass Sie beide Professores hier gegenwärtig sind, einmal per Livestream in der Romanfabrik und von der Romanfabrik dann in die Welt, in die große weite Welt. Und wir bitten jetzt Herrn Wolfgang Bunzel mit einem Vortrag zu beginnen, dem sich anschließen wird ein Vortrag von Paul Michael Lützeler. Am Ende des zweiten Vortrages werden die beiden Herren ein Gespräch miteinander führen. Ich werde am Ende, in Ermangelung des wirklichen Publikums in der Romanfabrik, ein paar Fragen an die Fachmänner, an die Fachleute stellen. Wir beginnen mit Wolfgang Bunzels Vortrag. Das Nachdenken über Europa gehört zu jenen Diskursfeldern, die von der Romantik nachhaltig geprägt, wenn nicht gar begründet worden sind. Während für das 18. Jahrhundert die Bezeichnung Europa kaum mehr war als ein geografischer Begriff, verband sich ab der Wende zum 19. Jahrhundert damit die Idee eines kulturellen Raumes. Diese anhaltende und folgenreiche Akzentverschiebung geht in erster Linie auf Autoren der Romantik zurück. Mehr noch, im Rückblick zeigt sich, dass sich zwischen 1799 und 1829 ein eigenständiger, romantisch zu nennender Europadiskurs herausgebildet hat. Auslöser und im weiteren Verlauf beständiger Katalysator dieses Diskurses ist anfangs die territoriale Arrondierungs- und später die aggressive Hegemonialpolitik Napoleons. Die schrittweise Auflösung der bisherigen politischen Ordnung des Kontinents erzwang ein grundsätzliches Nachdenken über Europa als Ganzes und das Verhältnis der einzelnen, nur zum Teil als Nationalstaaten organisierten Territorien zueinander. Dies galt vor allem für die deutschsprachigen Länder, weil hier keine nationalstaatliche Verfasstheit gegeben war und der Gedanke einer nationalen Einigung die weitere Frage nach dem Verhältnis der einzelnen Nationen und Staaten zueinander aufwarf. Mein Kollege Paul Michael Lützeler und ich wollen Ihnen heute Abend Grundelemente und Etappen des romantischen Europadiskurses nahebringen. Dabei werde zuerst ich zwei der deutschen Stichwortgeber vorstellen. Daran anschließend wird Paul Michael Lützeler den Fokus erweitern und auf die internationalen Wegmarken der Europadebatte im frühen 19. Jahrhundert zu sprechen kommen. Auffällig ist, die Stellungnahmen der Romantiker zu Europa sind allesamt in hohem Maß situationsbezogen. Sie müssen daher im Kontext ihrer Entstehungsanlässe bzw. ihres Veröffentlichungsdatums betrachtet werden. Zugleich sind diese Stellungnahmen stark zukunftsbezogen und weisen daher über ihren jeweiligen Abfassungszeitpunkt hinaus –
sodass die Texte in mehr oder minder starkem Maß durch die Spannung zwischen zeitgeschichtlicher Gegenwartsfixierung auf der einen Seite und visionärer Überzeitlichkeit auf der anderen Seite gekennzeichnet sind. Dies zeigt sich besonders deutlich schon bei der diskursbegründenden Auftaktschrift »Die Christenheit oder Europa«. Der Verfasser Novalis hat sie zwischen Anfang Oktober und dem 9. November 1799 abgefasst. Kurz darauf trug er seinen Text in Jena vor, und zwar während des berühmt gewordenen Jena-Romantikertreffens, bei dem vom 11. bis zum 14. bzw. 15. November die Brüder August Wilhelm und Friedrich Schlegel sowie ihre Lebensgefährtinnen Caroline Schlegel und Dorothea Veit mit Ludwig Tieck und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling zusammentrafen. An mehreren Stellen nimmt die Christenheit oder Europa diskret, aber unübersehbar auf konkrete zeitgeschichtliche Ereignisse Bezug. Ich rekapituliere deshalb zu Beginn noch mal kurz die historische Situation. Bereits 1791 hatten sich Österreich und Preußen in der sogenannten Pillnitzer Deklaration zu einem gemeinsamen Bündnis gegen das revolutionäre Frankreich zusammengeschlossen. Dieser Koalition schlossen sich wenig später weitere europäische Länder an, darunter Großbritannien und Spanien. Frankreich reagierte darauf im April 1792 mit einer Kriegserklärung, die den ersten Koalitionskrieg einleitete, bei dem die französische Armee erste Territorien erobern konnte. Dies führte 1799, und damit sind wir jetzt schon in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu die Christenheit oder Europa, führte 1799 zum Ausbruch des Zweiten Koalitionskrieges, der von einer Allianz aus Österreich, Russland, Großbritannien, Portugal, Neapel, dem Osmanischen Reich und dem Kirchenstaat geführt wurde. In diesem Jahr errang General Napoleon Bonaparte die Führung des französischen Staates. Historisch betrachtet war Europa also im Herbst 1799 seit mehr als 7 Jahren von den Revolutionskriegen erschüttert und zerrissen. Damit nicht genug. Im Februar 1798 wurde der Kirchenstaat in eine Republik umgewandelt und Papst Pius VI. Abgesetzt, auf französisches Territorium gebracht und in der Festung Valence inhaftiert, wo er Ende August 1799 schwer krank starb. Und da nach seinem Tod das Verbot ausgesprochen wurde, einen Nachfolger zu wählen, endete im Spätsommer dieses Jahres die Institution des Papsttums. Nun war gewissermaßen ein historischer Wendepunkt erreicht, der die Totalreformierung und die Neubegründung des christlichen Glaubens denkbar erscheinen ließ. Also eine Konstellation, die es sehr leicht nachvollziehbar macht, dass ein Autor wie Novalis nun sich aufgerufen fühlte, einen grundlegenden Text zu verfassen. Nachdem der am 17. Oktober 1797 unterzeichnete Friedensvertrag von Campo Formio den sogenannten Ersten Koalitionskrieg zwischen der Monarchie Österreich und der Republik Frankreich beendet hatte, eröffnete der damit verbundene Waffenstillstand die Aussicht auf eine künftige friedliche politische Ordnung in Europa. Novalis nun amalgamiert die Hoffnung auf Frieden mit der Vorstellung einer neuen, dauerhaften Kirche, die die konfessionelle Spaltung überwunden hat. Vorstellbar wäre dann, dass, Zitat, ein Staat der Staaten entsteht,
Doch auf rein politischer Ebene sei ein solcher Staatenverein nicht dauerhaft zu begründen. Denn, Zitat, aller Friede ist nur Illusion, nur Waffenstillstand. Glücklicherweise bestehe die Aussicht, dass mit dem Frieden ein neues, höheres religiöses Leben zu pulsieren beginne. Denn, ich zitiere weiterhin Novalis, nur die Religion kann Europa wieder aufwecken und die Völker sichern und die Christenheit mit neuer Herrlichkeit sichtbar auf Erden in ihr altes, friedenstiftendes Amt installieren. Novalis geht es also um die Sicherung einer dauerhaften Friedensordnung, die allererst Europas Auferstehung bewirken könne. Um eine solche zu erreichen, müsse die Kirche der entscheidende Reformmotor sein. Es fällt auf, dass Novalis bei der Skizzierung seiner Auferstehungsvision Christenheit und Christentum wohlweislich unterscheidet. Prima vista scheinen beide Termini Synonyme zu sein. Dieser Eindruck aber täuscht. Während Christentum der Name einer Weltreligion ist, fungiert die Bezeichnung Christenheit als Sammelbegriff für die Gesamtheit der christlich Getauften. Einmal haben wir es mit einem Abstraktum zu tun, das andere Mal mit einem Kollektiv-Singular. Die dadurch gegebene Bedeutungsdifferenz ist gewaltig und modifiziert den Sinn von Novalis Text in entscheidender Weise. Zeigen lässt sich das etwa an folgenden Satz. Ich zitiere aus Novalis Schrift. Die Christenheit muss wieder lebendig und wirksam werden und sich wieder eine sichtbare Kirche ohne Rücksicht auf Landesgrenzen bilden, die alle nach dem Überirdischen durstige Seelen in ihren Schoß aufnimmt und gern Vermittlerin der alten und neuen Welt wird. Soweit dieses Zitat. In einer vergröberten Lesart propagiert Novalis damit eine Art Universalkatholizismus mit einem Papst als oberster Gewalt wie im Mittelalter. Liest man aber genau, dann wird hier vielmehr ein supranationaler Zusammenschluss der Christen selbst gefordert, also eine Art Graswurzelbewegung, die den geforderten spirituellen Erneuerungsprozess in eigener Regie vorantreibt und sich kirchliche Institutionen gewissermaßen auf basisdemokratischem Weg ganz neu schafft. Sie sehen, das sind sehr unterschiedliche Ausdeutungsmöglichkeiten. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass sehr viele Formulierungen, die Novalis gebraucht, bewusst mehrdeutig sind. Zwei Beispiele mögen als Belege genügen. Nach dem überirdischen Durstig können christliche Gläubige ebenso sein wie idealistische Transzendentalphilosophen oder romantische Poeten. Und auch die Ambiguität des Adjektivs geistlich, das natürlich der primär religiös geprägte Gegenbegriff zu weltlich ist, aber eben auch als Umschreibung für geistig spirituell verstanden werden kann, sticht ins Auge. Durch solch bewusst unscharfen Sprachgebrauch kann Novalis sich christlich-religiöser Terminologie bedienen, diese aber zugleich nicht nur philosophisch anschlussfähig halten, sondern sie auch universal poetisch entgrenzen. Vor diesem Hintergrund gesehen ist die Idee einer spirituellen Einheit Europas auch der Versuch einer Repoetisierung der Geschichte. Es geht Novalis um Religionserweckung. Novalis ist freilich nur insofern ein gegenrevolutionärer Denker, als er das geschichtliche Ereignis der Französischen Revolution
als Endpunkt einer Kette von zusammenhangzerstörenden Faktoren sieht. Zugleich ist er davon überzeugt, dass sich in der Entwicklung der Wissenschaften und Künste schon mit voller Gewissheit die Spuren einer neuen Welt zeigen. Wissenschaften und Künste erweisen sich damit als einheitsstiftende Elemente, die die politische Zerrissenheit zu kompensieren sich anschicken. Die Umwälzungen in diesen beiden Bereichen holen nun nach, was die Französische Revolution nicht vermochte. Wichtig ist mir, dass die Christenheit oder Europa nicht einfach als expositorischer Text genommen werden darf. Novalis Vision ist eben kein Europa-Essay im direkten Sinn des Wortes, sondern ein hochgradig ästhetisches Gebilde, bei dem unklar ist, wer eigentlich spricht, dessen Adressaten schwer zu bestimmen sind und der generisch zwischen mehreren Gattungen hin und her oszilliert. Novalis setzt dabei gezielt den, Zitat, Zauberstab der Analogie ein. Der Text kann deshalb ebenso gut zu den Dichtungen wie zum philosophischen Werk gestellt werden. Der Novalis-Forscher Richard Samuel hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Novalis Rede in ihrer Struktur und stilistischen Ausdrucksweise einzigartig in seinem Werk sei. Als schön formulierter, poetischer Traum von der neuen Christenheit, als Parteinahme für den Frieden und gegen den Krieg, als Kritik an den politischen Gegebenheiten der Zeit, an der Habsucht des Bürgertums, an Verflachungserscheinungen der Aufklärungsphilosophie, an der protestantischen Überschätzung der Philologie auf Kosten der Geschichte und als Attacke auf die generelle Poesielosigkeit seiner Gegenwart, amalgamiert Novalis Schrift unterschiedlichste Diskursfragmente und Argumentationsfiguren zu einem gewagten ästhetischen Konstrukt, in dem die historische Religion das Christentum poetisiert oder, wenn man so will, romantisiert wird. Einen gänzlich anderen Impuls als Novalis rhetorisch in sich verspiegelte Vision folgt die Zeitschrift Europa. Wie der Umstand, dass Friedrich Schlegel sie bereits vor seiner Übersiedlung nach Paris im Herbst 1802 geplant hatte, zeigt, war die Reflexion darüber, was Europa eigentlich ausmacht, Hauptzweck ihrer Gründung. Damit nicht genug. Auch der Titel seines neuen Journals war in Anspielung auf Novalis Rede gewählt worden. Nachdem dessen Text, der ursprünglich ja im Vorgängerorgan Athenäum hätte erscheinen sollen, nach Unstimmigkeiten unter den Herausgebern ungedruckt geblieben war, positionierte sich nun Friedrich Schlegel mit seinem eigenen Periodikum als Stichwortgeber und, zumindest nach außen hin, auch als Diskursbegründer. Allerdings faltete die Zeitschrift Europa durchaus nicht einfach Novalis Programm aus, sondern setzte an die Stelle geschichtsprophetischer Spekulation leicht fassliche Überlegungen, die sich meist ganz konkreten Gegenständen widmen. Auffällig ist, nicht nur die Vorrede ist äußerst knapp geraten und lässt das zentrale Losungswort, nämlich Europa, unerwähnt. In Schlegels Zeitschrift scheint auch insgesamt der programmatische Text zu fehlen, der den mit dem Titel markierten Anspruch ausfalten würde. Doch damit sitzt man einer Täuschung auf, denn der Betrachtungen überschriebene dritte Abschnitt des Anfangstextes Reise nach Frankreich enthält gerade eine auf die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich abhebende, grund-
Grundlagenreflexion darüber, was Europa eigentlich ausmacht. Interessanterweise legt sich Friedrich Schlegel, der ja durchaus durch seine Vehemenz bekannt geworden ist, in seiner Zeitschrift Selbstzurücknahme auf. In der Reise nach Frankreich beispielsweise erklärt er ganz offen, er wolle sich einer, Zitat, Mäßigung im Urteilen befleißigen. Erkennbar bemüht er sich um einen unakademischen Gestus und wählt alltagsnahe Darbietungsformen. Diese konziliante und unnötige Konfrontation meidende Zurückhaltung ist offenkundig ein Reflex auf die kritische Schärfe und erhabene Frechheit, zu der sich die Schlegels noch im Athenäum bekannt hatten. In der Zeitschrift Europa geht es Friedrich Schlegel erkennbar weder darum, eine utopische Vorstellung zu entwerfen, wie Novalis das in seiner Rede die Christenheit oder Europa getan hatte, noch darum, ein gedankliches Konzept bereits fertig auszuformulieren. Vielmehr versteckt Schlegel die Auseinandersetzung mit dem im Titel der Zeitschrift markant gesetzten Leitbegriff in einem Beitrag, der erst einmal nicht vermuten lässt, dass es hier um das Thema Europa geht. Und auch in den Folgetexten spart Schlegel die Zentralformel geradezu ostentativ aus. Ähnlich wie Novalis die Christenheit oder Europa ist auch Friedrich Schlegels Text Reise nach Frankreich kein Europa-Essay im engeren Sinn. Gattungstypologisch bietet er sich da als ein ungenanntes Gegenüber, gerichteter Erlebnisbericht, der topografisch zwischen den beiden Koordinaten Dresden und Paris aufgespannt ist. Dazwischen werden hochsymbolisch einzelne Orte und Regionen genannt, etwa Leipzig, Weimar, die Wartburg, der Rhein auf deutscher Seite, das annektierte Mainz und Metz auf französischer. Die von der Landschaft geweckte Erinnerung an die großen Zeiten der deutschen Vergangenheit trifft dabei auf die Wahrnehmung der gegenwärtigen Armseligkeit. Paris ist das Ziel der Reise und da die französische Hauptstadt, wie Schlegel schreibt, recht eigentlich in der Mitte von Europa liegt, lädt dieser Ort, Zitat, zu den allgemeinsten Reflexionen ein. Und natürlich eignet sich die Konstellation des Deutschen im nachrevolutionären Frankreich dazu, kulturkontrastive Vergleiche anzustellen und über den Stellenwert von Europa nachzudenken. Tatsächlich ging es Schlegel mit seiner Zeitschrift zum einen darum, seine deutschen Leser mit aktuellen Aspekten der Kultur in Paris bekannt zu machen. Diesem Zweck dienen die von Schlegel selbst verfasste, an einen Freund in Dresden adressierte Nachricht von den Gemälden in Paris, Dorothea Schlegels Gespräch über die neuesten Romane der Französinnen, der von einem nicht identifizierten Autor stammende Beitrag über die Pariser Kunstausstellung sowie der Text »Einige Nachrichten von den neuesten Arbeiten der Pariser Philologen«. Insgesamt gesehen wird man zwar nicht davon sprechen können, dass die Zeitschrift den Wirkungskreis der deutschen Romantik in anderen Ländern Europas, vor allem Frankreich, verbreitern und vertiefen sollte, zumal Schlegel bewusst nicht auf die französische Leserschaft zielte. Gleichwohl markiert das Erscheinen der Europa doch den Beginn der Phase, in der die Romantik über die Grenzen Deutschlands hinauswuchs und zu einer europäischen Bewegung der Kunst und Philosophie wurde.
Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Mitarbeiterzahl der Zeitschrift klein blieb, die Auflagenhöhe gering war und das Unternehmen nur kurz existierte, konkret nach nur 4 Heften eingestellt wurde. Man muss dies nicht zum europäischen Wendepunkt der romantischen Bewegung stilisieren, wie das vereinzelt getan wurde. Ein kultureller Brückenkopf in Paris war die Zeitschrift Europa aber schon. Allerdings zielte das nicht auf die Förderung transkulturellen Austausches, wie man meinen möchte. Stattdessen sollte durch die bessere Kenntnis der französischen Kultur und ihrer Voraussetzungen ihre europäische Vorherrschaft und Vorbildhaftigkeit gebrochen, mindestens aber relativiert werden. Parallel dazu vermittelte Schlegel Neuigkeiten aus Deutschland an Landsleute im Ausland. Doch damit ist nur eine Seite ihrer kommunikativ-wirkungsstrategischen Funktion umrissen. Eine andere Dimension ist die Geschichtskonstruktion, die in der Reise nach Frankreich erkennbar ist. Und hier zeigt sich, dass auch Schlegels Text seine Voraussetzungen in klar benennbaren geschichtlichen Eckdaten hat. So wie der am 17. Oktober 1797 unterzeichnete Friedensvertrag von Campo Formio, einer der konkreten historischen Bezugspunkte für Novalis Europarede war, so ist es der am 9. Februar 1801 erfolgte Friedensschluss von Lunéville, eine entscheidende politische Wegmarke für Schlegels Entschluss markiert, nach Paris zu übersiedeln. In mancherlei Hinsicht war er auch die Voraussetzung für das wohlgemerkt implizite Programm der Zeitschrift Europa. In einem zentralen Punkt sind sich Novalis und Schlegel erstaunlich einig, nämlich in der Einschätzung, dass die Gegenwart durch fehlende Einheit und die Absenz zusammenhangstiftender Kräfte gekennzeichnet sei. Wie sein mittlerweile verstorbener Freund und Vordenker Novalis ist auch Schlegel weit davon entfernt, das Mittelalter als harmonische Zeit der Einheit zu verklären. Bei beiden Autoren ist es ein bewusst hergestelltes Konstrukt. Schlegel konzidiert sogar, ich zitiere, dass wir eigentlich selbst in dem wahren Mittelalter leben und dieses fälschlich in die vergangene Zeit versetzt haben. Was den vorschnell als Mittelalter bezeichneten Zustand der nationalen Vergangenheit von der Jetztzeit unterscheide, sei letztlich der Umstand, dass, Zitat, dem europäischen Staaten- und Völkersystem ein Ideal zugrunde gelegen habe. Ich zitiere, ein Gleichgewicht der Kräfte zwischen den Staaten konnte nur durch eine Macht sichergestellt werden, welche die Interessen der einzelnen Staaten transzendierte und von sämtlichen Staaten als verbindlich anerkannt wurde. Das Gegengewicht zur zügellosen Machtpolitik der europäischen Staaten habe, wen wundert's, die institutionalisierte katholische Kirche mit dem Papst als oberster und unangefochtener Autorität gebildet. Bei Licht betrachtet ist das Christentum, das Novalis und Schlegel vorschwebt, eine Zukunftsreligion. Zugleich und parallel dazu entwirft Schlegel auch ein Idealbild des Kaisertums, das diesen Aspekt nochmal besonders deutlich macht. Dieses wahre Kaisertum darf gleichfalls nicht mit den realen Herrschergestalten der Geschichte verwechselt werden. Ganz ähnlich wie Novalis schafft auch Schlegel eine aus der Retrospektion gespeiste Vision, geistlich-weltliche und religiös-politische Einheit. Aber selbst wenn sie konkreter wirkt,
sich begrifflich stärker an die zum Vergleich herangezogenen historischen Modellinstanzen annähert und damit leichter im Sinne eines politischen Konservativismus deutbar ist, gibt es doch auch für Schlegel in einer Hinsicht keinen Zweifel. Ich zitiere: Das eigentliche Europa muss erst noch entstehen. Gegenwärtig sei es nicht mehr als ein noch ganz unvollendeter Entwurf und Embryo. Der Weg, der zu diesem Ziel führt, ist der der ewigen Vervollkommnung. Damit verbindet sich freilich auch die Einsicht, die weitere Ausführung dieser Idee bleibt einer anderen Zeit vorbehalten. Letztlich, und damit komme ich zum Ende, geht es in vielen der romantischen Europareflexionen darum, eine funktionsfähige Fiktion zu erschaffen. Dieser rhetorisch-ästhetische Trick aber rückt die in den entsprechenden Texten entfalteten Überlegungen in die Nähe literarischer Texte. Wie sich zeigt, ist Europa ein Projektbegriff, der zwar vorgibt, auf die Wiederherstellung einer verlorenen Einheit abzuzielen, genau besehen, aber diese Einheit erst imaginiert und gewissermaßen imaginativ als Ideal entwirft, das erst in einer offen gedachten Zukunft näherungsweise verwirklicht werden kann. Insofern handelt es sich hier um ein Konzept, das bewusst eine Spannung aufbaut zur zeitgenössischen Gegenwart und aus der Differenz zwischen defizitärem Ist-Zustand und projektiertem Ideal eine Transformationsenergie zu erzeugen versucht. Soweit mein kurzer Überblick über die beiden Diskursstifter Novalis und Friedrich Schlegel und damit ein Einblick in die frühromantische Seite des Europa-Diskurses. Vielen Dank, lieber Wolfgang Bunzel, für diesen eindringlichen Vortrag an den, ja, wie Sie es nannten, den Diskursstiftern zu Europa, Novalis und Friedrich Schlegel. Wir geben jetzt das Wort an Paul-Michael Lützeler in St. Louis. Ja, vielen Dank, Herr Bunzel, für den wunderbaren Vortrag. Der Titel meines Beitrags lautet Die Romantiker und Europa zu englischen, französischen und italienischen Beiträgen. Am Anfang war Napoleon. Dieser Ausspruch Thomas Nipperdeis gilt nicht für den Europadiskurs. Im Zentrum steht Napoleon, wäre dagegen eine angemessene Umschreibung seiner Situierung in der geschichtlichen Entwicklung hin zu einem einigen Europa. Der Kaiser der Franzosen ist sowohl zeitlich wie positionsmäßig etwa gleich weit entfernt von der frühneuzeitlichen Vision eines Herzogs von Sully wie von der Praxis der heutigen Europäischen Union. Napoleon ist nicht zu verstehen ohne die großen Pläne zu einer europäischen Konföderation, wie sie zwischen dem frühen 17. und dem späten 18. Jahrhundert entwickelt wurden. Man denke an die Vorschläge des Herzogs von Sully, des Abbé de Saint-Pierre und Jean-Jacques Rousseaus. Zudem sind die Erfahrungen mit Napoleons Imperium in unsere kollektiven Erinnerungen und Zukunftsvorstellungen von einem geeinten Europa eingegangen. Hier werfen wir zunächst einen Blick auf Napoleons europäische Ziele, wie sie aus den Perspektiven zweier romantischer Schriftsteller aus England wahrgenommen wurden. Da sind Samuel Taylor Coleridge und William Wordsworth zu nennen. Beide vertraten den für Großbritannien typischen Standpunkt des europäischen Staatengleichgewichts. Coleridge erinnerte 1802
in seinem Essay »Frankreich und das Rom der Cäsaren« an den Kunstraub Napoleons in Italien. Der gebe einen Vorgeschmack von der künftigen Ausbeutung des Kontinents. Coleridge war sicher, dass Napoleon die Unterwerfung der europäischen Nachbarländer fortsetzen werde. Schon jetzt seien die schönsten Städten Europas durch französische Heere geplündert worden, um Paris in ein neues Rom zu verwandeln. Coleridge sagte aber voraus, dass Frankreich seinen ehrgeizigen Traum von der universalen Herrschaft unmöglich verwirklichen könne. Napoleon überschätze die Kräfte seines Landes. Solange in Europa, schreibt er, vier solche Mächte existieren wie Russland, Preußen, Österreich und Großbritannien, war es Coleridge nicht bange um die Balance of Power. Vor allem Großbritannien, so ermahnte er seine Landsleute, müsse immer wachsam und ständig auf dem Posten sein. Zu einem französischen Departement Themse werde England jedenfalls nicht mutieren. Coleridge entlarvte 1802 Napoleons Konsularverfassung als diktatorisch. Er spottete über den Eifer der französischen Regierung, ihr Land als eine neue römische Republik darzustellen. Wenn das Frankreich unter dem ersten Konsul überhaupt irgendeiner Epoche gleiche, müsse es diejenige sein, in der Rom aufhörte, eine Republik zu sein und die Regierung sich unter Julius Caesar in eine maskierte Militärdiktatur verwandelte. Das waren lauter Zitate. Diese Übergangszeit sei gekennzeichnet durch den Beginn der allgemeinen Versklavung. Die heutige französische Verfassung, hielt Coleridge fest, gleiche derjenigen des Römischen Reiches unter den Cäsaren aufs Haar. Und er stellte fest, dass Frankreichs Republik faktisch bereits in ein Kaiserreich umgewandelt worden sei. Das war mehr als 2 Jahre, bevor Napoleon sich zum Kaiser der Franzosen erklärte. Ohne Zweifel, so führte Coleridge weiter aus, handle es sich bei Napoleons Regime um eine zäsaristische Diktatur, die mit der Römischen Republik nichts gemein habe. Coleridge sprach von der totalen Auslöschung der Freiheit des Volkes in Frankreich unter der Herrschaft des ersten Konsuls. Im antinapoleonischen Engagement seinem Freund Coleridge verwandt, griff William Wordsworth 1809 in die politische Diskussion ein mit dem Beitrag »Der Vertrag von Cintra«. Im August 1808 hatte der englische General Dalrymple im Namen der britisch-portugiesischen Streitkräfte mit Napoleons General Junot in Cintra bei Lissabon einen Vertrag geschlossen, der es den geschlagenen Franzosen erlaubte, unbehelligt aus Portugal abzuziehen. London war über diesen Vertrag aufgebracht. Es empfand ihn als Verrat an dem sich gerade auf der Iberischen Halbinsel entwickelnden Widerstand gegen die despotische Fremdherrschaft der Franzosen. Dalrymples Entlassung folgte auf dem Fuße. 1809 wurde Wellington von der britischen Regierung beauftragt, die englischen Truppen in Portugal und Spanien zur Befreiung der beiden Länder zu führen. Das gelang Wellington in den folgenden Jahren. Wordsworth dokumentierte in seinem umfangreichen Pamphlet sowohl den Widerstandswillen der Portugiesen und Spanier als auch die Unterdrückungspolitik der französischen Besatzungsmacht. Er argumentierte mit menschen- und völkerrechtlichen Bedenken gegen diesen Vertrag, den abzuschließen der englischen Generalität nicht erlaubt gewesen sei. Wordsworths Abhandlung ist ein Zeugnis vom Kampf der angelsächsischen Romantiker gegen die napoleonische Politik.
Was Coleridge 1802 prophezeit hatte, nämlich die Unterwerfung der meisten europäischen Völker unter das Diktat des Korsen, war inzwischen Wirklichkeit geworden. Gleichzeitig bedeuteten die Jahre 1808, 1809 aber auch eine Wende. Nun wuchs der Widerstand gegen die napoleonische Herrschaft, die allerdings erst einige Jahre später in den Befreiungskriegen gebrochen wurde. An diesem Ergebnis war Großbritannien mit Wellington entscheidend beteiligt. Aber auch in Frankreich selbst wuchs die Resistance gegen Napoleon. Wegen der rigiden Zensur konnte sie jedoch nicht viel erreichen. Man denke an François-René de Chateaubriand und Anne-Louise Germain de Stael-Holstein, besser unter dem Namen Madame de Stael bekannt. Chateaubriand war der eigentliche Vater der französischen Romantik mit seinem mehrbändigen 1802 erschienenen Werk Der Geist des Christentums. Es enthielt auch seine Kurzromane Atala und René, die zu Kultbüchern der europäischen Romantik wurden. Für Victor Hugo und andere Autoren gaben sie Vorbilder ab. Anfänglich lag Chateaubriand viel daran, die napoleonische Politik zu unterstützen. Schon bald nach seinem Staatsstreich im November 1799 hatte Bonaparte die während der Revolutionsregierungen ins Ausland geflohenen Adligen dazu aufgerufen, in ihr französisches Heimatland zurückzukehren. Chateaubriand hatte sich da nicht lange bieten lassen. Er wusste, dass der erste Konsul das Land im Innern befrieden wollte, kannte auch dessen Bemühungen um einen Ausgleich mit der katholischen Kirche, die während der Revolution bekämpft worden war. Chateaubriands Geist des Christentums unterstützte diese Ziele. Der Autor versuchte hier, den Aufklärern, die als ideologische Wegbereiter der Revolution galten, den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem er die Bildungsfunktion der Kirche herausstrich. Er betonte die Leistungen des Papsttums in den Wissenschaften und Künsten, ihre Beerbung der griechischen wie römischen Antike. Ja, die Rettung der klassischen Literatur, Philosophie, Architektur und Kunst verdanke man vor allem der Kirche. Er hielt fest, Zitat, diejenigen, welche das Christentum beschuldigen, es halte die Aufklärung feindselig auf und wirke ihr entgegen, widersprechen augenscheinlich allen historischen Zeugnissen und Tatsachen. Er fuhr fort, die Kirche beschützte seit 1500 Jahren Künste und Wissenschaften. Ihr Eifer erschlaffte in keiner einzigen Epoche. Das päpstliche Rom als ewige Stadt sei das geistige Zentrum Europas. Chateaubriands Grundthese lautete, das christliche Rom war für die neuere Welt gerade das, was das heidnische Rom für die alte Welt war, nämlich ein allgemeines Band der Nationen. Europa verdanke dem Heiligen Stuhle seine Zivilisation, einen Teil seiner besten Gesetze und fast alle seine Künste und Wissenschaften. Der Geist des Christentums wurde ein europäischer Bestseller. Napoleon hätte den Autor wohl mit Ehren überhäuft, hätte sich Chateaubriand nicht 1804 von ihm in aller Form öffentlich distanziert. Der Justizmord an dem Herzog von Enghien, einem bourbonischen Prinzen, war für den Autor Ausdruck diktatorischer Gewaltherrschaft, mit der er nichts zu tun haben wollte. 10 Jahre später, noch war Napoleon nicht geschlagen, schrieb Chateaubriand schon eine Schimpfrede auf den Tyrannen mit dem Titel Von Bonaparte und den Bourbonen. Hier forderte er die Restauration des alten Königtums, die Rückkehr der Bourbonen und er überschüttete den künftigen König Ludwig XVIII. Mit Lob. Die Schrift erschien sofort bei Napoleons Sturz 1814. Von ihm, Napoleon, hieß es doch, seien nichts als immer absurdere und kriminellere Dekrete zu erwarten.
Es fehlte auch nicht der bei fast allen Napoleon-Feinden parate Vergleich mit Nero und Attila. Napoleon habe ganz Europa gegen Frankreich aufgebracht und das Resultat sei das militärische Einströmen feindlicher Mächte in Frankreich. Die Russen stehen vor Paris, hieß es voller Entsetzen. Unter den Bourbonen, die seit Jahrhunderten die legitimen Herrscher Frankreichs gewesen seien, wäre so etwas nie vorgekommen. Chateaubriands Pamphlet war in Paris von 1814, das heißt beim Übergang in die Restaurationsepoche, eines der bemerkenswertesten und wirksamsten Dokumente. Schon seit dem Staatsstreich Bonapartes von 1799 stand Madame de Staël in Opposition zum ersten Konsul und 1802 wurde ihr der Aufenthalt in Paris verboten. Während ihrer Reisen 1803 hielt sie sich auch länger in Deutschland auf, in Weimar und Berlin. Sie war beeindruckt von den literarischen, philosophischen und künstlerischen Entwicklungen im Nachbarland. 1810 veröffentlichte sie ihr Buch über Deutschland, das damals jedoch nicht in Frankreich erscheinen konnte. Germain de Staël versuchte mit ihrer Studie zum Abbau von nationalen Vorurteilen gegenüber Deutschland beizutragen. Robert Minder oder Robert Mandet hat zutreffend die kulturpolitische Dimension des Buches herausgestellt. Zitat: Es war eine moralische Tat, die Absage des Geistes gegen die Gewalt, die spontane Konstituierung einer klassisch-romantischen europäischen Front gegen die Militärdiktatur Napoleons. Stellen, die als Affront gegen das polizeistaatliche Frankreich gemeint waren, wurden vom Zensor beanstandet. Eine davon lautete: Denn dahin, will ich hoffen, ist es bei uns nicht gekommen, dass man um das literarische Frankreich die große Mauer von China ziehen wolle, um allen Ideen von außen den Eingang zu verwehren. Dass eine Französin die Sterilität der epigonalen Gegenwartsliteratur ihres Heimatlandes beklagte, galt als unpatriotische Tat. Den Ehrentitel einer von naturliterarischen und philosophischen Nation verlieh die Autorin den Deutschen. Ihre Philosophen und Dichter bezeichnete sie als die gelehrtesten Männer, die denkendsten Köpfe Europas, deren Werken einige Aufmerksamkeit zu schenken sich verlohne. Die Deutschen, so fuhr sie fort, der Nachbarnationen ihren Respekt zu zollen, bilden gleichsam den Vortrab der Armee des menschlichen Geistes. Chateaubriands Stellungnahme über Bonaparte und die Bourbonen von 1814 war auf eine unmittelbare Wirkung abgestellt gewesen. Einen Zukunftsplan für Europa, der auf lange Sicht mit einer Verwirklichung rechnen konnte, publizierten im gleichen historischen Augenblick nach der Entmachtung Napoleons sofort der philosophische Schriftsteller Claude Henri de Saint-Simon und sein Mitarbeiter, der Historiker Augustin Thierry. Das Dokument trug den Titel von dem Wiederaufbau der europäischen Staatengesellschaft. In ihren Grundzügen parlamentarische Verfassung, zentrale Koalitionsregierung und einheitliche Wirtschaft ist die Arbeit auch heute noch nicht überholt. Saint-Simons Kritik an den Friedensbemühungen des Wiener Kongresses war so scharf wie zutreffend. Zitat: Von allen Seiten wird das Privatinteresse als Maßstab des allgemeinen Interesses angegeben. Alles, was ihr tun werdet, wird bloß dazu dienen, den Krieg herbeizuführen. Im Gegensatz zu Chateaubriand betrachtete Saint-Simon eine Beseitigung des Ancien Regime und die Einführung parlamentarischer Systeme in die europäischen Einzelstaaten als Voraussetzung einer neuen kontinentalen Friedenspolitik. Die nationalen Parlamente sollen dann in einem europäischen Gesamtparlament zusammenkommen, das über das gemeinschaftliche Interesse der europäischen Gesellschaft entscheide. Das Europaparlament müsse mit der Macht ausgestattet werden, die Streitigkeiten der Einzelländer zu schlichten.
Voraussetzung für die Tragfähigkeit eines europäischen Parlaments sei die Entwicklung eines europäischen Patriotismus. Die Realisierung ihrer Vision sahen die beiden Denker noch in weiter Zukunft. Sie rechneten mit etwa 200 Jahren. Das war nicht schlecht geschätzt, aber immer noch etwas zu optimistisch, wie wir heute wissen. Gegen das Metternich'sche Restaurationseuropa nahm auch der italienische Autor Giuseppe Mazzini Stellung. Er war in seiner Jugend Mitglied der Carbonari-Vereinigung gewesen, die sich die Abschaffung der Fremdherrschaft, die Vereinigung Italiens und die Einführung der konstitutionellen Monarchie zum Ziel gesetzt hatte. Mazzini wurde zum Gegner der Monarchie und wünschte ein republikanisches Italien und ein republikanisches Europa herbei. Er glaubte an ein drittes Rom, auch das Rom der Cäsaren und das Rom der Päpste sollte das republikanische Rom als Hauptstadt Italiens und als kulturelles Zentrum eines erneuerten Europas folgen. 1834 gründete Mazzini mit dieser doppelten, das heißt nationalen und kontinentalen Zielrichtung, das junge Europa mit Sektionen in einigen europäischen Ländern. Gegen die Heilige Allianz der Monarchen sollte die Heilige Allianz der Völker gegründet werden. Als Gruppe brachte das junge Europa nicht viel zustande. Mazzini war ein brillanter Formulierer, erprobter Visionär, aber als Politiker unflexibel und in seiner Führung uneffektiv. Er selbst musste nach England fliehen, um sein Leben vor den Häschern Metternichs zu retten. Der Schriftsteller und Übersetzer Mazzini stand für Republikanismus, nationale Souveränität und solidarische Kooperation europäischer Staaten. Metternich vertrat die Legitimität, den Absolutismus der Dynastien und das politische Gleichgewicht. Metternich war ein Pragmatiker vergangener Gegenwart, Mazzini ein Prophet gegenwärtiger Zukunft. Man könnte vermuten, dass der in den 1830er Jahren mit der denkbar größten politischen Macht des Hauses Habsburg ausgestattete Staatskanzler Metternich den politisch erfolglosen intellektuellen Mazzini nicht ernst genommen habe. Das wäre ein Irrtum. In seinen Erinnerungen schrieb Metternich, Zitat, »Ich hatte gegen den größten Feldherrn zu kämpfen. Es gelang mir, Kaiser, Könige, einen Zaren, einen Sultan, einen Papst zu einigen. Aber niemand auf Erden hat mir größere Schwierigkeiten bereitet als ein Schuft von einem Italiener, mager, blass, zerlumpt, aber beredt wie der Sturm, glühend wie ein Apostel, abgefeimt wie ein Dieb, frech wie ein Komödiant, unermüdlich wie ein Verliebter, und der hieß Giuseppe Mazzini. Zu erwähnen ist schließlich erneut ein französischer Romantiker, Victor Hugo. Hugo hatte sich Napoleon III. Zum Feind gemacht, weil der die republikanisch-demokratische Verfassung außer Kraft gesetzt hatte. Hugos Ehrgeiz bestand darin, Nachfolger Chateaubriands als romantischer Dichter und Europastratege zu werden. Das gelang ihm, denn als man den älteren Kollegen 1848 zu Grabe trug, hatte ihn Hugo, was den Dichterruhm betraf, bereits überflügelt. 1831 war Hugos Weltbestseller Notre Dame de Paris, der Glöckner von Notre Dame, wie es auf Deutsch heißt, erschienen, und danach feierte Alphonse de Lamartine den Autor als Shakespeare des Romans. Damals war Hugo erst 29 Jahre alt. Zwar hat er kein kulturhistorisches Europabuch wie den Geist des Christentums geschrieben, aber 1849 hielt er in Paris beim zweiten internationalen Friedenskongress als gefeierter Eröffnungsredner eine Jahrhundertrede. Sie nimmt in den Annalen des literarischen Europadiskurses einen Sonderstatus ein. Auf keine Europastellungnahme hat man sich in der Folge
so häufig und so zustimmend bezogen wie auf sie. Hugo sprach hier vom gemeinsamen europäischen Haus. Das war eine Metapher, die ihre Wirkung auf die Vorstellung von einem vereinten Europa nicht verfehlte. Sogar der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow zitierte sie im November 1989 zustimmend in einer Adresse vor dem Europarat in Straßburg. Das Kernstück von Hugos Ansprache vor dem Friedenskongress von 1849 in Paris lautete, Zitat, wir sagen zu Frankreich, zu England, zu Preußen, zu Österreich, zu Spanien, zu Italien, zu Russland, es wird ein Tag kommen, wo auch euren Händen die Waffen entsinken werden. Es wird ein Tag kommen, wo der Krieg zwischen Paris und London, zwischen St. Petersburg und Berlin, zwischen Wien und Turin ebenso töricht erscheinen und ebenso unmöglich sein wird, als er zwischen Rouen und Amiens, zwischen Boston und Philadelphia unmöglich wäre und töricht erscheinen würde. Es wird ein Tag kommen, wo du Frankreich, du Russland, du Italien, du England, du Deutschland, wo ihr Nationen des Kontinents alle ohne euren besonderen Eigenschaften und eure ruhmreiche Individualität einzubüßen, euch innig in eine höhere Einheit verschmelzen und die europäische Brüderlichkeit bilden werdet. Absolut so, wie die Normandie, die Bretagne, Burgund, Lothringen, das Elsass, alle unsere Provinzen sich zu Frankreich verschmolzen haben. Mit diesem verpflichtenden Zitat Victor Hugos will ich meinen kleinen Ausflug in den romantischen Europadiskurs beenden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Paul Michael Lützeler. Dein Dank nach St. Louis in den USA. Wir haben Ihrem Vortrag sehr aufmerksam gelauscht und ich kann mir vorstellen, dass bei allen Zuhörern Ihres Vortrags doch einige Fragen aufgekommen sind. So möchte ich zunächst einmal Wolfgang Bunzel bitten, auf Ihren Vortrag zu antworten, woraufhin Sie vielleicht die Gelegenheit haben, auch auf seinen Vortrag zu reagieren. Also ich glaube, das waren einfach zwei Komplimente, die aufeinander angewiesen sind. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Denn es ist wirklich nicht einfach, im Grunde die Komplexität dieser Debatte zur Gänze im Blick zu behalten. Und vielleicht ist es von daher eben doch auch eine kluge Entscheidung gewesen, zunächst mal eben auf die deutsche Situation zu schauen und dann, wie Sie sehr schön und plastisch das dargestellt haben, im Grunde die europäische Situation vor uns aufzufächern. Für mich ist immer wieder interessant, dass gewissermaßen zeitlich beide fast oder sehr kurzzeitig nacheinander anschließen, dass man tatsächlich die Situation hat. Sie haben ja darauf hingewiesen, Chateaubriand im Grunde 1802 haben wir schon eine mächtige und sehr markante Stellungnahme und im Grunde beginnt ja damit auch dieses europäische Konzert, das natürlich an einigen Stellen durchaus sozusagen kakophone Töne aufweist, aber eben doch ein Konzert ist in dem Sinn, dass es um Vielstimmigkeit geht. Und das ist eigentlich das für mich Interessante, weil ja die Voraussetzungen, aus denen die Autoren der einzelnen Länder schreiben und argumentieren, doch jeweils sehr unterschiedliche sind. Sie finden aber sozusagen eben doch in einem mindestens gemeinsamen Anliegen und teilweise auch in gemeinsamen Formeln zueinander. Und das, obwohl auch die politischen Positionen ja durchaus nicht auf einer Linie liegen. Also das gehört für mich zu den faszinierenden Besonderheiten dieser Debatte. Einerseits eben wirklich die Vielstimmigkeit, aber eben auch der Umstand, dass wir gewisse Dominanten und gewisse Akkorde haben, die wir immer und immer wieder durchhören können.
Herr Lützeler. Ach so. Also nochmals vielen Dank. Das ist ein wunderbarer Vortrag gewesen, der mir auch deswegen gefällt, weil Sie die historischen Hintergründe sehr genau profiliert haben und ich bei Ihrem Vortrag also auch wirklich etwas Neues gelernt habe. Ich habe zwei kleine Fragen, was Schlegel betrifft, und dann noch eine Frage, was Friedrich, was Novalis betrifft, und dann noch eine Frage, was Friedrich Schlegel betrifft. Vielleicht könnte man, da Sie das historisch so gut rekonstruiert haben, auch diese geistesgeschichtliche Situation im romantischen Kreis, zu dem ja indirekt auch Schleiermacher gehört. Schleiermacher brachte ja 1799, also im gleichen Jahr, die ungeheuer weit wirkende, also in die Zukunft wirkende Rede, also über die Religion, an die Gebildeten unter ihren Verächtern, wie er das im Untertitel nannte, heraus. Und damit war Novalis sicher bekannt. Was ich so interessant finde, ist, dass im Grunde hier bei Schleiermacher, nennen wir es mal, eine protestantische Version vorliegt. Das heißt, also er treibt den Individualismus der religiösen Erfahrung noch weiter, als es durch Luther ja erlaubt wurde und eigentlich im Protestantismus dann auch Schule gemacht hat. Während ich bei Novalis eine andere Position sehe. Und vielleicht ist sogar diese Schrift von, des Novalis, was die religiöse Seite betrifft, so etwas gegen Schleiermacher geschrieben worden, weil er doch hier von einer neuen Christentum spricht, das in der Form noch eigentlich gar nicht gegenwärtig ist. Nicht? Er spekuliert sozusagen hin auf etwas, was es weder im Mittelalter noch in der Gegenwart gibt, sondern eine neue Religion. Also er wiederholt nicht einfach sozusagen Thesen von Schleiermacher, sondern hat eine neue Perspektive von einer Religion, die nicht im Einzelnen ausgeführt werden wird, aber die doch deutlich demonstriert, dass hier etwas im Werden ist, dass die Gegenwart voller Potenzialität ist, voller Möglichkeiten ist, die es erlaubt, sozusagen eine zweite Reformation zu erleben, nicht, weil die hinausgeht über das, was Luther meinte, und die dann eine, und das haben Sie ja betont, eine vereinigende Kraft, nicht wahr, für die bestehenden christlichen Religionen ist, dass es sozusagen eine neue Einheit auch in der Kirche wiedergeben kann. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich wirklich nur ergänzend, nicht wahr, Novalis spricht sich ja expressis verbis gegen dieses alte Modell des Gleichgewichtsdenkens in Europa aus, so wie es seit dem 16. Jahrhundert praktiziert wird und weit, nicht weit bis ins 19. Jahrhundert galt. Er vergleicht den Vertreter des Gleichgewichtsdenkens, des Balance of Powers-Denken, der Balance, nicht wahr, vergleicht er mit Sisyphus. Kaum hat er das Gleichgewicht für ein paar Minuten erreicht, schon rollt, nicht wahr, der Stein wieder runter. Und das ist keine positive Metapher, wie sie später bei Camus war, sondern das ist negativ gemeint. Es hat keinen Zweck. Das ist eine Art vom Versuch einer Friedenssituation, eine Friedenssituation in Europa zu stellen, die nicht wirkt, denn sobald der Friede erreicht ist, kommt sofort wieder der neue Krieg. Und das ist natürlich auch, glaube ich, in dem ganzen Konzept von Novalis, diese Stiche gegen die Aufklärungszeit, die sind auf der politischen Ebene eben der Versuch, eine Alternative zu bieten, also weg vom mechanischen Gleichgewichtsdenken hin zu einer neuen Auffassung des Europäischen, das religiös bedingt ist. Na ja. Soll ich dann, lassen wir zuerst mal Novalis, ich habe danach noch eine Frage zu Friedrich Schlegel. Wollen Sie?
Gerne. Ich nutze die Gelegenheit, denn sonst hätte ich auch Schwierigkeiten, alles im Kopf zu behalten. Von daher ist es, glaube ich, gut, wenn wir sozusagen unseren dialogischen Austausch gewissermaßen so in kürzerer Frequenz halten. Also ich denke, der Hinweis ist ganz wichtig. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, auf Schleiermacher und auf seine Reden über die Religion. Das ist in der Tat der Text, der gewissermaßen eine entscheidende Voraussetzung für die Entstehung von Novalis, die Christenheit oder Europa war. Die Novalis-Forschung konnte sogar glaubhaft machen und sozusagen nachweisen, dass, ich glaube, im September 1799 Novalis sich tatsächlich eben ein Exemplar per Expressboten bringen lässt, weil er natürlich weiß, er kennt ja sozusagen aus dem Gesprächszusammenhang des Jenaer Kreises, er weiß schon, worum es da geht, aber will natürlich unbedingt diese Schrift ganz frisch haben und reagiert im Grunde darauf. Und er reagiert ja in mehrfacher Hinsicht darauf, unter anderem ja auch in der Hinsicht, dass es sich ja auch bei Novalis Schrift, wir sagen Schrift, wir sagen Text, aber zunächst mal ist sie eben auch konzipiert als Rede. Das ist ja entscheidend. Es ist eben auch keine bloße Vorlesung gewesen im Jenaer Zirkel, sondern im Grunde dieser Redencharakter. Das ist ja nun auch eine Besonderheit, was wir bei den Romantikern immer wieder haben. Also gewissermaßen die künstlich simulierte Form von Mündlichkeit, die aber eben anders funktioniert als gewissermaßen ein rein schriftlich fixierter Text und aber dennoch eine Mündlichkeit, die dann, also damit auch eine Rede, die irgendwann dann auch nachlesbar ist und gewissermaßen in Schriftlichkeit übergeht, das ist natürlich auch eine besonders interessante Parallele zwischen den beiden. Und wie verschiedene Notizhefte bei Novalis eben auch zeigen, hatte er eigentlich vor, im Anschluss an die Christenheit oder Europa weitere Reden zu schreiben. Also gewissermaßen, das ist für ihn ein Genre, in dem er sich richtig ausprobieren möchte und dem er viel hätte anvertrauen wollen. Wir wissen natürlich, dass das sozusagen nicht funktioniert hat. Aber das finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Und ich denke auch, dass hier natürlich, wir haben gewissermaßen zwei Protestanten, die hier auch in einen Diskurs eintreten, in einen Diskurs über Religion, aber natürlich immer auch sagen wir mal, Vorstellungselemente des Katholizismus. Aber es ist sozusagen die Vertrautheit und zugleich Fremdheit dabei, die darf man nicht aus den Augen verlieren. Insofern ist immer auch die eigene Sprecherposition, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen kann man natürlich bei Novalis nicht einfach von Kryptokatholizismus sprechen. Das würde natürlich überhaupt nicht hinhauen. Aber ich glaube, und das finde ich, fand ich sehr schön und sollte man auch weiterdenken, im Grunde führen Novalis und Schleiermacher eben auch einen weiterführenden Dialog. Und das kann man daraus sehr schön sehen. Also wie im Grunde hier auch eine Art Werkdialog geführt wird, weil die beiden ja nun nicht mehr zusammen sind. Aber mit Hilfe solcher Texte können gewissermaßen Positionen weiterhin ausgetauscht werden. Das ist sehr faszinierend. Herr Lützler, Sie hatten noch eine Frage zu Schlegel. Ja, aber ich hatte noch die Frage zu dem Gleichgewichtsdenken, das also Novalis versucht auszuhebeln. Aber ich meine, wir müssen nicht darauf eingehen. Also da würde ich Ihnen einfach auf ganzer Linie recht geben. Das markiert ja den zentralen Differenzpunkt eigentlich zu den Debatten des 18. Jahrhunderts. Also dass im Grunde dieses, dass eben Gleichgewichtspolitik letztlich keine Kategorie mehr ist, in der gedacht wird. Und dass man insofern sogar über Kant
und Kants Schrift vom ewigen Frieden hinaus ist, das ist, glaube ich, ganz bezeichnend. Es ist eben der Versuch, tatsächlich die Debatte noch mal einen entscheidenden Punkt weiterzubringen, auch ihr noch mal einen Dreh und eine Wendung zu verleihen. Und das Interessante ist eben tatsächlich die spannungsreiche Umgang eben mit der Reformation, die eben auf der einen Seite wirklich auch anerkannt wird in ihrem historischen Recht und gewissermaßen immer eingeklagt wird, ein einfaches dahinter zurück kann es nicht mehr geben. Also es ist notwendig, sozusagen damit auch die moderne Form des Subjektivismus, der sozusagen Beharrung auf dem Individuum darauf aufzubauen. Aber natürlich gibt es kein feststehendes Rezept, wie das passiert. Deswegen sind es dann Formeln wie eine erneuerte Reformation. Und die ist natürlich immer paradox. Die macht die alte ein Stück weit rückgängig, aber setzt sie auf der anderen Seite fort. Und insofern, wir haben genau solche Wechselbezüglichkeiten, die, glaube ich, den Diskurs so spannend machen. Ja. Bei Friedrich Schlegel sehe ich dann zum einen auch eine Abwendung von Schleiermacher, aber auch eine Gegenthese, stärkere Gegenthese zu Novalis. Friedrich Schlegel spricht in der Reise nach Frankreich von der Unfähigkeit zur Religion, also von der Unfähigkeit zur Religion. Das ist natürlich doch ein Affront gegenüber Schleiermacher, nicht wahr? Der ja mit seinem ganzen Buch über die Religion die aufgeklärten Verächter der Religion gewinnen will, nicht wahr? Mit seiner neuen Theorie, nicht wahr? Von der Religion. Aber wir sprechen ja nicht direkt über Schleiermacher, sondern wichtiger ist mir eigentlich noch, dass Friedrich Schlegel überhaupt diese Idee bezweifelt, dass man in Europa auf eine neue Einheit kommen kann und dass man sozusagen, das hat Novalis nur natürlich hypothetisch, aber er hat das doch im Blick auf das Mittelalter gesagt, es gab einmal eine Zeit, wo so eine Fusion von Religion und Politik funktioniert hat. Und da meint er, da meint Friedrich Schlegel, dass es das eigentlich nie gegeben hat, sondern die Gegenwart, die sei so zerrissen, weil sie kein wirkliches Fundament der Religion habe. Und er wendet sich dann nach Asien und fragt, ist nicht aus Asien noch jede Religion zu uns gekommen? Und er ist begeistert von der Idee, dass wir asiatisches Gedankengut, besonders indisches, kennenlernen müssen, um überhaupt eine Vorstellung von kultureller Einheit zu haben. Ja? Also das heißt, es ist kein Blick in die europäische Vergangenheit, kein Bild von einer im Mittelalter Kaiser und Papst einmal existierenden, aber heute selbstverständlich nicht nachahmbaren, aber historisch einmal dagewesenen Einheit der Kultur, die hat es nie gegeben, sondern die können wir nur durch das Studium Asiens kennenlernen. Das heißt also eine ganz starke Abwendung von dem, was Novalis da als sozusagen eigenständige europäische Entwicklung sieht. Ja, wahrscheinlich wird man das auch so prägnant sagen müssen, wie Sie es jetzt formuliert haben. In dem Punkt, glaube ich, sind tatsächlich Schlegel und Novalis weit auseinander. Da würde ich ganz zustimmen. Es gibt natürlich Argumentationsfiguren, wo beide auch wieder recht nahe beieinander sind. Aber man sieht natürlich, dass hier gewissermaßen Diskursfragmente auch übernommen oder eingespeist werden, die dann je individuell
individuell sind. Und da ist der Hinweis gewissermaßen auf Asien, auf Indien, auch als eine Art sozusagen kulturell religiöser Quellgrund natürlich ganz entscheidend. Das ist nun überhaupt nichts, was sich bei Novalis nachweisen lässt. Hier kann man dann sozusagen die individuellen Handschriften sehen, aber natürlich auch jeweils sehen, die, sagen wir mal, den zeitlichen Index, zu dem gewissermaßen solche Diskursfragmente integriert werden. Ja. Und das ist natürlich spannend, das ist natürlich gerade ein Zeitpunkt, zu dem dann Friedrich Schlegel seine orientalischen Indien, dann später Sanskrit-Studien natürlich betreibt und intensiviert. Und da kann man solche Reflexe sehr, sehr schön zeigen. Also im Grunde weitet sich damit der Fokus nochmal deutlich. Ja. Ja, Sie haben völlig recht, das ist natürlich eine passagiere Erscheinung bei ihm, denn einige Jahre später wird er ja zum Anhänger eigentlich eines Chateaubriandschen Verständnisses der Kirche, ihr Verteidiger, weil sie eben die Kultur repräsentiert. Das heißt, er spinnt weder seine eigenen Ideen weiter fort, dass also in Asien die Rettung liege, noch weitet er sozusagen die novanische Position aus, sondern er wird also sehr konkret und man könnte, um das mit so einem zeitgenössischen Intellektuellen wie Chateaubriand zu charakterisieren, sagen, ja, der Geist des Christentums, Genie du Christianisme, das ist das, was er wenige Jahre später entdeckt, wo dann die Distanz also auch zu Asien erscheint. Ja, also das waren meine beiden Fragen und ich weiß nicht genau, wie wir in der Zeit liegen. Und, wir haben noch ein bisschen, ich könnte mich jetzt als Publikumsstimme mal kurz melden. Na wunderbar. Denn mir drängt sich eine Sache auf, die war gleich zu Beginn schon vorhanden in meinem Geiste. Wenn die Frühromantiker mit unterschiedlichen Aspekten sich um Europa gekümmert haben, lag das doch aus meiner Perspektive deswegen in der Luft, weil es in Frankreich eine große Revolution gab. Sie, Wolfgang Bunzel, haben gesagt, vorher gab es einen geografischen Begriff von Europa, aber kein kulturelles Verständnis, dass da gleiche Momente einen verbinden könnten. Inwiefern hat dann diese Revolution den neuen Diskurs oder das neue Verständnis von Europa aus Ihrer beider Sicht, Herr Lützler und Herr Bunzel, überhaupt erst ermöglicht und hervorgebracht? Einige Aspekte waren kaleidoskopartig schon genannt, aber vielleicht, wenn Sie das bündig noch einmal erklären könnten. Ja, wer sagt zuerst was? Fangen ruhig Sie an, Herr Lützeler. Ja, also selbstverständlich haben diese ganz jungen Leute, Friedrich Schlegel, ich war auch angeregt durch Fichte, der ja in seiner Jugend, in jener, die Französische Revolution stark verteidigt hat. Es gibt diese Stellungnahmen, nicht wahr, der Frühromantiker zur Französischen Revolution. Aber sie fällt in eine Phase, wo sie eigentlich noch aufwachsen, sozusagen mit spätaufklärischen Vorstellungen. Sobald Napoleon an der Macht ist, ist ja sozusagen, was Napoleon auch ganz klar gesagt hat, damit hat er auch die Macht sozusagen überhaupt stabilisieren können, auch Schluss mit Revolution, nicht wahr? Schluss mit Revolutionsregierung. Also dieser November 1799 ist wirklich also das entscheidende historische Ereignis. Und von da an gibt es eigentlich das, was wir für Frühromantik nennen, nicht wahr? Die sich dann also sehr schnell auch reibt an den Vorstellungen Napoleons, die aber nicht sozusagen im Sinne, ach Gott, zurück, nicht wahr, zu dem, was die Französische Revolution angeboten hat. Die hat durch den historischen Verlauf, durch den Terrorismus, der sich aus ihr heraus entwickelte, dann doch in den Augen auch dieser jungen Leute, die wir heute Frühromantiker nennen, hat sie versagt. Das war in den frühen Jahren nach der Französischen Revolution noch anders, viel abwartender, nicht wahr, sehr, sehr viel komplizierter. Aber mit der napoleonischen Epoche fängt etwas Neues an. Und das muss man sehen. Und ich finde, es ist ziemlich deutlich, dass mit dem November 1799 hier eine neue Generation sich zu
Wort meldet, die jetzt erwachsen ist und auch von den Jugendschwärmereien über die Revolution schon entfernt ist. Ne? Ja, ich kann das nur unterstreichen. Ich sehe das ganz genauso. Dennoch bleibt immer sozusagen dieser Doppelbezug, weil natürlich die Französische Revolution das auslösende Ereignis war und insofern natürlich immer auch die historische Ermöglichungsbedingung für Napoleon. Also das kettet sozusagen die dann folgende geschichtliche Phase immer an das Ursprungsereignis. Und das macht die Sache, glaube ich, insgesamt auch so intrikat, sodass man das eine nie vom anderen ablösen kann. Also es geht immer dann auch sozusagen die Haltung zur aktuellen Situation in Frankreich ist eben immer dann vermittelt auch noch eine Haltung zur Revolution beziehungsweise zu den Folgen der Revolution. Die Idee Europas, das war meine Urfrage im Grunde genommen, ist doch lebendig geworden durch die Ereignisse der Französischen Revolution. Entweder, dass Napoleon ganz Europa mit einem Krieg überzogen hat und ganz Europa plötzlich irgendwie zusammen in Opposition oder verbündet gegen Napoleon auftrat, bis hin zu einem Wiener Kongress, der sozusagen auch nochmal Europa neu geregelt hat, in einer restaurativen Moment der Entwicklung. Aber irgendwie war doch durch diesen Auslöser der Revolution, das ist die ganze Europa-Debatte bei Hegel, bei Saint-Simon vielleicht auch, bei Victor Hugo auf einem ganz anderen Ebene, viel verspäteter, bei Mazzini mit der Idee eines transnationalen parlamentarischen Demokratie. Das ist doch alles ohne die Revolution nicht zu denken. Also hat doch die Revolution ja selbst irgendwie einen Zünder dafür gegeben, dass man über Europa gesprochen hat. Ja, da haben Sie recht, nur man darf nicht vergessen, dass die Französische Revolution als solche eigentlich kein Denken über Europa in Gang gesetzt hat, sondern das Denken über die Nation. Die Franzosen sind als neue, aufgeklärte Nation, die sich also von der Monarchie sozusagen brutal verabschiedet gesehen worden. Und sie versprachen, das Versprechen der Französischen Revolution war ja auch, dass sie Nationen sozusagen, dass die Nationen sich selbst repräsentieren müssen und zwar repräsentieren auf republikanische Art und Weise. Dass dahinter irgendwo und irgendwann mal vielleicht ein Europa kommt, das war eigentlich nicht das Thema. Da muss man weiter zurückgehen. Nach den großen Kriegen, also besonders im Dreißigjährigen Krieg und dann im Spanischen Erbfolgekrieg, da gibt es zwei monumentale Werke, typischerweise von Franzosen geschrieben, die institutionalistische Idee Europas, nicht die kulturrevolutionäre Idee, sondern die institutionalistische Idee Europas propagiert. Das ist der Herzog von Sully mitten im Dreißigjährigen Krieg 1636 und dann 1714 der Abbé de Saint-Pierre, der ja Berater der französischen Abteilung bei den Friedensverhandlungen in Utrecht gewesen war. Das sind Dinge, die in Frankreich jeder Politiker kannte. Ja, jeder Politiker kannte diese Dinge, weil sie noch verbunden waren auch mit dem Gleichgewichtsdenken, die gezielt gegen einen Universalismus, sei er habsburgischer oder eventuell sogar auch französischer Art gerichtet war, sondern da wird klar gesagt, wir bilden einen Europarat, sogar das Vokabular ist in diesen Dokumenten schon da und wir bringen, nicht wahr, sozusagen eine Friedenssituation, indem wir den Nationen, nicht wahr, die Möglichkeit geben, sich zu vertreten. Wir machen ein Schiedsgericht, nicht wahr, in einer europäischen Stadt, wo alle Probleme, die wir haben, über die nationalen Schienen, nicht wahr, gelöst werden. Das sind die Anfänge, nicht wahr, dessen, was man europäische Zusammenarbeit nennt. Und das ging sehr weit, denn sowohl der Herzog von Sully wie auch
Saint-Pierre sagen, es muss über das Politische hinausgehen. Wir müssen auch die Zölle abbauen. Wir müssen eine freie Wirtschaft haben und solche Dinge sehr früh. Das ist erstaunlich. Und drittens müssen wir ein militärisches, gemeinsames militärisches Bündnis bauen. Einerseits gegen das Osmanische Reich, andererseits gegen Russland. Das sind die beiden Mächte, die potenziell dieses zerklüftete Europa überfallen werden und als Beute an sich ziehen oder Teile daraus, was ja beim Osmanischen Reich auch mit Ungarn und solchen Griechenland und solchen Ländern geschehen war. Also das ist nicht durch die Französische Revolution vermittelt, nicht? Und auch Rousseau, lange vor der Französischen Revolution, schreibt nochmal den Abbé de Saint-Pierre neu. Nicht? Der Abbé de Saint-Pierre war ein unhandliches, mehrbändiges Werk, das nur die allergelehrtesten Köpfe lesen konnten. Rousseau, ja, mit seiner Idee der Volkstümlichkeit, nicht wahr? Er hat das Ganze sozusagen nochmal neu vereinfacht, aber doch vor der Französischen Revolution gebracht. Das war aber kein, aber diese Idee von Rousseau war kein Bezugspunkt in der Französischen Revolution. Danke, Herr Lützeler. Herr Bunzel, wollten Sie noch etwas also was sagen man, oder antworten darauf? Was man sehr schön sehen kann, ist sozusagen da der Differenzpunkt letztlich zum frühromantischen Europadiskurs. Bei den von Ihnen genannten Denkern ist es ja tatsächlich so, dass die sozusagen die argumentieren sehr, sehr konkret. Es geht tatsächlich um die Ausbildung und die Schaffung von Institutionen schon. Also das, ja, was uns sehr viel aus heutiger Perspektive sehr viel näher ist und nachvollziehbarer erscheint. Und da kann man aber den Differenzpunkt noch mal sehr schön zeigen, weil eben der sehr viel stärker spekulative Ansatz, den wir durch die Frühromantiker haben, da noch mal eine ganz neue Richtung reinbringt. Der spekulative Ansatz ist für uns heute in gewisser Weise fremd geworden. Wir haben uns ja das Spekulieren fast ein bisschen abtrainiert und vor allem haben wir uns abtrainiert, Ideale zu haben und Visionen zu haben. Und ich glaube, das wäre nun ein interessanter Punkt, wo wir nicht einfach gewissermaßen von den Romantikern lernen können. Das ist naiv. Dazu sind die Voraussetzungen viel zu unterschiedlich. Wir können nicht da anknüpfen oder fortführen, was gewissermaßen die romantischen Denker getan haben. Aber sie lehren uns, glaube ich, eines, das Ausformulieren, erstmal das Vorstellen und Denken und dann das Ausformulieren von Visionen ein wichtiges Element ist und gewissermaßen so auch einen Fermentcharakter hat, dass diese Zukunftsbezogenheit wichtig ist, denn die geht mir heute eigentlich, die ist mir zu stark verloren gegangen. Wir haben uns gewissermaßen abtrainiert, Zukunftsvisionen zu entwickeln, weil wir natürlich sozusagen auch gebrannte Kinder sind, gewissermaßen der Negativerscheinungen solcher, der Übertragung solcher Visionen in die Realgeschichte. Aber dennoch haben die sich natürlich damit nicht ein für alle Mal erledigt. Also ich glaube schon, und es ist ja immer interessant, wir beschäftigen uns ja mit diesem Thema einfach immer auch mit dem Blick auf die Gegenwart und das Heute und zu sehen, wo sind im Grunde heute auch Defizite, die wir sehen können, wenn wir die historischen Debatten uns nochmal vor Augen führen. Und das ist sozusagen, das wäre für mich das Erkenntnisstiftende daran. Wir können klarer sehen, wo unsere Defizite liegen. Und die liegen, glaube ich, nicht im realpolitischen Ausbuchstabieren von Institutionen, die wir brauchen und ohne die es nicht geht. Bitte mich nicht falsch zu verstehen. Aber die haben wir und wir haben sozusagen komplizierte Prozederes, wie das Ganze weiterzuentwickeln wäre. Aber eigentlich traut sich keiner mehr, eine Vorstellung, die darüber hinausgeht oder wesentlich darüber hinausgeht, zu entwickeln. Und es werden immer im 20. Jahrhundert die großen, berühmten Europäer beschworen, aber es gibt in der Gegenwart keine mehr. Oder zumindest hat es den Anschein. Das finde ich die auch ein bisschen traurige Situation, die wir haben.
Die ist insgesamt ja auch gerade besonders traurig. Aber das fand ich einen schönen Ansatz von Wolfgang Bunzel, lieber Herr Lützeler. Sehen Sie eine Möglichkeit, mit dem Privileg, eine gewisse geografische Distanz zu Europa zu haben, Europa zu poetisieren? Ja, Europa zu poetisieren im Sinne der Romantik, vielleicht nicht direkt. Aber ich meine, was Herr Butzel, was Sie angesprochen haben, habe ich auch einmal etwas genauer untersucht. Nämlich, es ist wirklich so, dass es einen französischen Europadiskurs gibt, der institutionalistisch pragmatisch ist, und einen deutschen Europadiskurs, der also philosophisch und geschichtsphilosophisch ausgerichtet ist. Das Interessante für mich ist, dass es da also auch Zwischenfiguren gibt. Und solche Zwischenfiguren waren schon sehr früh da. Görres zum Beispiel, Josef Görres schrieb 1821 im Exil in der Schweiz das Buch Europa und die Revolution, wo er einerseits Dinge bringt, ähnlich wie Mazzini, sehr pragmatisch und sehr auf Institutionen bedacht, auch genaue Analysen, nicht wahr, dessen, was die Stärken der, also im wirklich handfesten Sinne, die Stärken der verschiedenen europäischen Länder sind, was sie alle beitragen zu einem Gesamteuropa. Einerseits, andererseits aber auch philosophische Spekulationen, die sozusagen an Novalis anschließen. Vergleichbar ein bisschen, aber noch stärker auf Frankreich hinzugeschnitten, aber nicht ganz, ist dann auch Ludwig Börne. Nicht wahr, der ja als Zeitgenosse Heines, die beiden trafen sich ja auch in Paris, der also auch sehr, sehr stark an dem politisch Konkreten orientiert war, andererseits aber durchaus geschichtsphilosophische Dinge immer wieder mit einbezog und sozusagen die deutsche Denktradition nicht fallen ließ. Und wenn Sie bis in die Gegenwart gehen, ich meine, wir haben jetzt nicht Zeit, dass also in alle Richtungen hin uns anzuschauen, aber wenn Sie in der Gegenwart sehen, einer der klügsten Bücher von einem Schriftsteller in der deutschen Sprache, also ist der Schweizer, ist von Adolf Muschk, nicht wahr, über europäische Identität, und der macht eben auch diese Fusion, der einerseits sehr politisch denkt, also auch immer wieder Europäische Union mit ihren Defiziten und ihren Vorteilen ins Spiel bringt, aber andererseits auch eine philosophische Reflexion hat, die weit in die Antike noch zurückgreift, nicht wahr? Die nicht also so tut, als wenn wir sozusagen mit den Romantikern anfangen könnten, was Europa betrifft, sondern der die ganzen institutionellen Voraussetzungen in Griechenland, besonders in Athen, der Demokratie sieht. Also das ist ganz spannend. Die Franzosen sind eigentlich sich selbst treu geblieben, dass sie bis heute immer wieder das sehr, sehr Pragmatische also ins Feld führen. Und was auch interessant ist, dass es eine Figur gab, nämlich den Kuno Kalergi, der also 1921/22 das Pan-Europa-Buch und auch die Pan-Europa-Bewegung gründete, der voll einging auf den französischen Diskurs, nicht wahr? Der ihn sozusagen weiterführte im ganz entscheidenden Sinne. Er gehört voll in diese Art des französischen Denkens. Das ist etwas überraschend für mich gewesen, denn er nennt sich ja Philosoph, er ist ja kein Politikwissenschaftler, aber er hat darauf bestanden, dass die Zukunft Europas nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, die große Katastrophe für Europa, vergessen wir das nicht, dass man da pragmatisch vorgehen muss. Und er hat im Grunde das gesamte Vokabular, die ganzen Institutionen schon beschrieben, die dann wiederum nach einem weiteren Weltkrieg die Gründungsväter der Europäischen Union aufgreifen und genau mit seinem Vokabular und seinen Ideen arbeiten. Nicht? Ich glaube, Herr Lützeler, Sie haben die passenden Worte zum Schluss gefunden unserer Veranstaltung. Es war ein Blick zurück, um vielleicht etwas besser nach vorne zu schauen. Ich bedanke mich bei Wolfgang Bunzel und bei Ihnen, bei Michael Lützeler in St. Louis, dass Sie an diesem Abend im Rahmen von unserer Reihe Kaffee Europa sich aktiv beteiligt haben, sich sehr engagiert haben. Wir werden diese Reihe fortsetzen. Und somit verabschiede ich mich auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause an ihren Bildschirmen und wünsche noch einen frohen Advent. Auf Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank. Ja, Wiedersehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.